Also ja. Ah. Wie ich bereits versprochen habe, heute rede ich über Evangelion 3.33. Und eine Menge Leute haben mir gesagt, oh meine Fresse, ich bin so verwirrt über dieses Machwerk. Und ich habe mir das zweimal angesehen, muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, an welchem Punkt irgendetwas hier verwirrend war. Meine Menge Leute erwarten ja von mir, dass ich anscheinend irgendwie negativ darüber zu berichten habe. Okay, ich könnte ein paar Sachen aufzählen, die mir aufgefallen sind, die nicht unbedingt negativ sind, um diese Leute zu befriedigen. Ja, kam etwas komisch rüber, egal. Ich habe es auch bei den vorherigen Teilen bereits gesagt, also 1.1. Das ist eigentlich Punkt 01. Keine Ahnung, wo ich 111 hier dann habe. Okay. Und 2.22. Haben wir ja bereits da schon von Mehrheit aus zumindest ein Lob bekommen in Bezug auf das Voice Acting. Das war nicht unbedingt Hollywood-reif, aber sehr solide gemacht wurde. Also. Keine Kritik in dem hinsichtlichen Sinne, aber ebenfalls wie auch in den vorherigen Teilen schon von mir besprochen und erwähnt und anscheinend nicht unbedingt positiv aufgenommen ist, dieses Einflechten in eine deutsche Synchro der japanischen Phrasen. Ich habe keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Es scheint um wirklich darum zu gehen, einfach nur, wir wissen, es kommt aus Japan. Es müssen japanische Einsprachen drin sein. Das funktioniert ab und zu nicht immer. Hier wirkt es wirklich fehl am Platze an einigen Stellen. Vor allem, da hier ja Wortfluss einigermaßen von der Übersetzung her sehr gut rübergebracht wurde, also dass die Zeilen und die Worte, die gesprochen werden, nicht so rüberkommen würden, dass man jedes Mal den Typen oder die Frau oder das Kind, das die Stimme dieser Charaktere vertritt in der deutschen Synchro, im geistigen Auge vor dem Mikro stehen sieht und einfach nur den Text runter zu leiern. Und das haben sie hier recht gut hingebekommen. Universum hat ja eigentlich immer recht großen Wert auf eine vernünftige Synchro gelegt. Ich finde es einfach nur sehr seltsam, dass sie eben bei solchen Anime-Adaptionen immer vor allem die Ansprache, wie Ansprachen und so weiter, unbedingt ins Japanische überarbeiten müssen. Und einige gehen ja darauf hinaus wegen den geänderten Namen. Da ja einige der Namen, vor allem nicht unbedingt im Großen und Ganzen, aber teilweise geändert wurden in dieser Version von Evangelion. Also von Neon Genesis weggehend zu dieser Version wurden ja einige Namen umgeändert. Das fällt zwar auch sehr stark auf und hat mir auch ab und zu so einen kleinen Whiplash oder einen Peitschenschlag-Syndrom verpasst an einigen Stellen, aber das ist weniger das Problem. Es fällt auf, warum es soll auffallen. Die Ansprachen hingegen machen einen eher etwas Speedbum-mäßigen, also wirklich so, du läuft, stopp. Es passt nicht ganz. Es ist aber nicht unbedingt quälend, und wird zum Glück nicht immer so reingeprügelt. Was eben in früheren Versionen, da sie ja nicht von japanischer Synchro ausgingen, sondern von amerikanischen, in Originalversionen zum Beispiel, nicht drin, da die Amerikaner in ihrer Version bereits rausgegliedert hatten und nicht die japanischen Anredeformen eingebaut haben. Das ist einfach nur eine Gewohnheitssache, ich weiß. Aber es fällt halt eben wirklich sehr stark auf, weil nicht unbedingt nötig. Ansonsten das Voice Acting sehr solide gemacht. Okay, also da hinsichtlich kein großes Problem. Was wirklich, vor allem was das Optische angeht. Und ich glaube, da könnte man hier fast sagen, hätten wir hier einen richtig schönen Präzedenzfall an der Hand in dieser Version, ist die Art, wie neuere Grafikelemente in den klassischen Stil übernommen wurden. Vor allem jetzt in diesem Teil. Denn vorherigen war es nicht so aufdringlich, hier aber jetzt schon, ich habe keine Ahnung, ob das eine Designentscheidung oder eine Budgetentscheidung war, dass grafisch sehr viel mit Computertechnik nachgeholfen wurde, vor allem in den Actionsequenzen. Gut,
wirkt gut auf den Fluss. Die Details gehen aber verloren. Wenn man sich zum Beispiel im Verhältnis anderer Szenarien anschaut, vor allem die ganzen Anspielungen, die ja von den Artbooks herrühren, was wahrscheinlich den meisten wahrscheinlich verwirrt hat, dass du auf der einen Seite wunderbare Hintergründe hast. Also wirklich detailreich par excellence, quasi, das ist meine Art von HD. Ihr könnt euer High Definition behalten, ich hab High Detail, okay? Und das ist der Unterschied, was die meisten Leute immer noch nicht verstanden haben. Ein Quadrat, okay? Ein Quadrat bleibt ein Quadrat, egal wie viele Pixel du drauf hast. Wenn dieses Quadrat aber bestimmte Strukturen hat und diese Strukturen wirklich ausgezeichnet rübergebracht werden, das ist wirklich, was es ausmacht. Und nicht, oh, ich habe ein blaues Bild. Ohne irgendwas. Einfach nur blau, aber es ist in HD. Bringt nichts. Vor allem, und hier merkt man es wirklich sehr stark, vor allem was die Designs der Evas angeht, ist wirklich. Und sie merken das an einigen Stellen, wow, die Computergrafik ist hier wirklich nicht unbedingt sehr detailreich. Und es ist ein ziemlich starker Kontrast. In einer Szene wirklich wunderbare handgezeichnete Hintergründe und auch Charaktere. Wunderschön rübergebracht. Und kurz darauf, meistens sogar die Szene darauf, ganz simple und flache Computergrafik mit sehr stilisierten Oberflächen. Und das ist mir am meisten aufgefallen. Wird wahrscheinlich den meisten nicht stören. Ich hab da wahrscheinlich andere Ansätze, würde ich mal sagen. Ich bin 80er und 90er Jahre Anime gewohnt, also wo wirklich alles handgezeichnet war und wirklich Details waren. Aber das ist ja nicht mehr in Mode heutzutage. Ansonsten, okay, das wären mal die Kritikpunkte, die ich ansetzen möchte. Ansonsten, daher Leute unbedingt darauf wirklich Wert setzen, darauf, oh, was kritisiert er denn dieses Mal? Und das ist alles nicht wirklich kritikwürdig, würde ich sagen. Es ist mir nur aufgefallen, wie gesagt. Also, hier habt ihr euren negativen Schwall, den ihr haben wolltet, okay. Ansonsten, die Aussage, wie gesagt, dass es die Leute nicht verstanden haben oder verwirren. Am besten wollen, wir müssten der Leute erklären, was sie nicht verstanden haben. Wie gesagt, ich habe es mir zweimal angesehen. Einmal in der japanischen Originalversion und dann die deutsche Synchro. Und muss wirklich sagen, sorry, es ist geradlinig. Du erfährst alles. Das Einzige, was man denken könnte, ist, dass diese Leute massive Probleme haben, damit umzugehen, dass wir hier nicht Neon Genesis Evangelion vor sich haben. Das ist Evangelion. Komplett etwas anderes. Und nicht etwas komplett Stranges in der Anime-Geschichte. Okay? Eine Menge Spin-off, Reboot und Remakes, vor allem im Anime-Bereich, arbeiten genau so. Meistens noch um einiges komplexer. Wie zum Beispiel eben mein absoluter Top-Anwärter für diesen Fall, der ist immer noch einer der ersten, einer der besten, einer der bekanntesten in der Reihe mit Tenchi Muyō-Reihe. Die ganze OVA-Reihe, die ganzen vier OVAs, die jetzt zu dieser Serie erschienen sind, im Anfang vor allem, erzählen immer dieselbe Story, in anderem Gewand, aber es ist immer dieselbe. Es sind die gleichen Charaktere, es sind die gleichen Ereignisse, nur halt eben eine komplett andere Story. Was wieder auf dieses ganze Anime ist, glaube ich, das einzige Genre, und ich bin immer noch auf Genre, nicht Medium, okay? Dass man wirklich sagen könnte, ja, hier ist Klischee das Grundprinzip, das wirklich das Ganze am Laufen hält. Nicht, dass es langweilig macht, dass es irgendwie upstranged in einem bestimmten Eck, sondern oh, es funktioniert immer, weil sie eben nicht darauf abarbeiten, das Ganze zu abstraktisieren in einer Richtung, die nur die Leute nicht verstehen könnten. Es ist einfach nur, dass die meisten eben davon ausgehen, hier kenne ich diese Story. Und die neue Story, die eigentlich die ganze Story erzählt, also die Story, die neu aufgelegt wurde, so ist es wahrscheinlich besser erklärt, macht dasselbe, aber in einer komplett anderen Richtung. Okay, um es einfach zu sagen. Alles, was zum Beispiel die Leute, die sich sagen, so groß damit rühmen, oh, ich habe Evangelion komplett gesehen, auch die Mangas gelesen. Okay, das ist abgearbeitet in den ersten beiden Teilen. Okay? Alles, was du kennst von Evangelion, von den Mangas her, von den OVAs her, bis eben von der normalen TV-Serie zu den OVAs, sowohl der Collage, die ich, wie ich sie inzwischen nennen
könnte von Death and Rebirth, die ja eigentlich auch nur eine Aufarbeitung ist, also quasi das hier in Filmform in einer einzigen Version, von Anfang bis Ende, der TV-Version, bis eben zu The End of Evangelion, was ja eigentlich als OVA-Reihe nicht geplant war, sondern eigentlich das originale Ende ist, das sie vorher nicht vermarkten konnten in dem Sinn. Eine lange, lange komische Geschichte, die ich bereits drei oder viermal erzählt habe, oder Leute und andere vergessen. Egal. Die ist abgearbeitet in diesen beiden Teilen. In 1.01. Ich habe keine Ahnung, wo ich 1.1 hin habe. Wie gesagt, ich habe es irgendwo noch rumliegen. 2.22. Das ist hier die fertige Serie, die ihr kanntet. Hier geht es weiter. Das ist quasi da, wo es in End of Evangelion aufgehört hat. Nur halt eben, es folgt nicht dem gleichen roten Faden. Die Charaktere sind dieselbe. Es kommen noch ein paar neue Charaktere hier dazu. Und dieser gesamte Sprung der 14 Jahre, das dürften die Leute wahrscheinlich irgendwie nicht ganz durchblickt haben, ist ein, kann man fast sagen, ein Puffer für die Story. Warum? Sie arbeiten hier mehr oder weniger mit einem Story-Sprung, um das Ganze aufzuerklären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einiges an Füllerinformationen im vierten Teil einbauen werden. Bin mir sogar sehr sicher. Und das scheint den Leuten irgendwie negativ aufzustoßen. Um es so zu erklären, wenn du die Originalserie gesehen hast, alles, was hier im dritten Teil erklärt und vor allem, es werden so viele Sachen aus Dialogen gezeigt, die zuerst nur besprochen wurden in der Originalserie und hier wirklich gezeigt werden. Sagen wir es einfach so: Das, was du in The End of Evangelion gesehen hast, falls du es gesehen hast, wenn nicht, schau es dir an. Sehr zu empfehlen, erwarte halt eben nicht, dass du ein Happy Ending erwarten kannst. Und sei nicht zu zornig über, wie es endet, okay? Das ist nur eine Möglichkeit, ein mögliches Ende. Das war nie ein als komplettes Ende geplant in dem Sinn. Bereits lange erklärt, Leute nochmal wissen wollen, es gibt genug Erklärung, es gibt genug Material dafür im Internet zu finden. Diese Ereignisse sind passiert ohne den Hauptcharakter, okay, vor 14 Jahren in dieser Storyline. Man sieht es auch in der netten kleinen Szene mit den Lanzen. Ich möchte hier wirklich nicht sehr viel spoilern, bis auf die Story, weil die Leute dann darauf erwarten, dass ich ihnen die Sachen erkläre. Um es dann in abgeschwächter Form wieder in die Welt rauszubringen. Ich habe keine Ahnung, warum sie das machen, aber es ist nichts Schweres, was mir hier sehen kommt. Sobald du die Originalserie gesehen hast, ist es nichts wirklich intellektuell Übertriebenes, was man hier gezeigt bekommt. Man muss einfach nur sehr aufpassen und eine gute Kenntnis der Originalgeschichte haben. Und deswegen erkennt man so viel. Vor allem dieses nette kleine Szene in den Hangarsektionen der Evas, die zum Beispiel jetzt mehr oder weniger in Ruinen liegt. Das Nerv-Hauptquartier, das mehr oder weniger nur noch eine Ruine ist. Und eben, das sind alles großteils Hintergrundshots und Sachen, die man aus Artbooks kennt. Und sie referenzieren das in einer Szene sogar so wunderbar. Weil, sagen wir, das ist in einem Dialog. Und wir sagen, wow, wenn du nicht die Artbooks zu Hause rumliegen hast, wirst du das nicht verstehen. Wie gesagt, es ist sehr viel Fanmaterial drin. Das wirklich so, hier werden Fans gelobt. In dieser Version. Dass du sagen kannst, ja, du bist ein Fan. Das ist für dich. Die anderen werden es wahrscheinlich vorbeigehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie da vielleicht an einigen Dialogen einige stoßen. Ja. Ansonsten ist die Story geradlinig wie selten eine so große Story vorhanden. Ich könnte mir nicht erklären, was sie jetzt genau ist. Vielleicht, dass sie den Übergang zwischen Teil 2 und Teil 3 jetzt irgendwie nicht ganz nahtlos gesehen haben. Sehe ich auch offiziell ein, aber wie gesagt, das ist ein Material, das erst im vierten Teil wahrscheinlich näher gebracht wird. Und vor allem das Ende hier. Das mir persönlich ja auch, da ich ja kein großer Fan von Cliffhanger bin, hat es mich hier weniger gestört. Weil hier wirkt es eher so wie das Ende zum ersten Herr der Ringe Teil. Wir sagen, okay, hier geht dann wieder eine neue Story los und es ist nicht so abrupt. Auch wenn einige Leute es behaupten würden. Es ist ein Cliffhanger. Ein ziemlich großer sogar, aber er ist nicht so abgehackt. Deshalb Bewertungen dieserseits, ob die Story jetzt noch wirklich einen Absturz hinlegt oder ob sie wirklich noch eine Spur anziehen könnte, also besser wird.
wage ich jetzt noch nicht in Frage, noch in Diskussion zu stellen. Also ich würde eher sagen, warten wir es ab. Bisher bin ich nicht unzufrieden mit der Reihe, vor allem als Fan der alten klassischen Serie. Und auch wenn du nicht unbedingt so bewandert bist. Also das Gute ist ja, dass man, wenn man länger dabei ist, man eine gute Distanz zwischen den beiden. Okay, das kenne ich und das kenne ich nicht. Und man kann auch gut abgliedern nach einer gewissen Zeit. Man sagen muss, nein, du musst keine große Vorkenntnis haben über die gewissen Sachen, weil da sie ja in den ersten beiden Teilen relativ gut abgearbeitet sind. Also wirklich gut erklärt werden. Aber das ist eben die Originalstory, die hier eingebunden wurde. Sie ist nicht so detailliert wie in der TV-Serie. Aber wenn man es genau nimmt, könnte man fast sagen, du könntest das Ganze genauso gut aus diesen Filmen könntest du ohne weiteres eine normale TV-Serie schneiden. Und so, sie wirkt auch so. Und sie hat bei weitem nicht die wahnsinnigen Längen, die zum Beispiel eben Death and Rebirth hatte, die ja eigentlich darauf ausgelegt war, als Collage zu wirken. Und diese ganzen Anspielungen auf 2001 zum Beispiel, vor allem wenn das Ding sogar ein Intermezzo hat. Entschuldigung, also Death and Rebirth ist quasi das Kunstwerk, das kein Kunstwerk sein sollte. Okay? Das sollte man nicht als Serie sehen, das sollte man nicht einmal als OVA sehen. Das ist eher so, das ist etwas, was du als Hintergrund nehmen könntest. So als, das ist ein Gemälde, das du an die Wand hängst. Du siehst es, du weißt, es ist da. Du versuchst es zu analysieren, aber einfach nur als Bereicherung, nicht als Filmmaterial. Das war zum Beispiel eben Death and Rebirth. Ich hatte jemand sehr viel Spaß mit Editing und mit sehr viel ausgearbeitetem Material, das nicht in der Originalserie drin war. Und eben sehr viel musikalisch. Also hier war eher der Style der Grund der Dinge als die Story. Und eben zu The End of Evangelion habe ich bereits mehr als genug gesagt, eigentlich. Die Leute erwarten zu viel, glaube ich. Weil, wie gesagt, das hier ist nicht die Story, die sie eigentlich kennen. Falls du die Originalstory nicht kennst und trotzdem verwirrt bist, würde ich dir einfach empfehlen, dass du die ganze Serie abwartest bis zum vierten Teil und dann dein Urteil fällst. Wie gesagt, es ist eben etwas schwererer Brocken. Also, es ist noch im guten Gefühl der 90er Jahre. Da waren alle Sachen etwas gewichtiger als heute. Heute ist alles etwas leicht flockiger und etwas schneller produziert und also nicht in Bezug auf, wie es gemacht wird, sondern wie der Inhalt ist. Es ist alles leichter, es ist alles schneller im Verarbeiten. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Früher hattest du ein richtig großes, fettes Rumpsteak. Okay? Heute hast du Wiener Schnitzel mit Pommes und Ketchup und einer Cola. Früher hattest du eine Zigarre dazu. Okay? Es war nicht unbedingt etwas Besseres. Kommt doch an, was dir besser schmeckt. Das eine ist halt eben ein bisschen mehr Aufwand zu verdauen. Okay? Und das ist danach ein richtiges Sattgefühl. Heutzutage hast du zwar auch dieses Gefühl, aber es hält nicht mehr so lange an. Vor allem du wertschätzt es nicht mehr, weil einen Wiener Schnitzel bekommst du bald mal. Nach einem richtig großen Steak musst du lange suchen, wenn du ein gutes suchst. Und wie gesagt, das ist halt die Entwicklung der Zeit. Die großen, schweren Dinger sind nicht mehr im Trend. Also wird man, ist so etwas eher etwas, das die ältere Generation anspricht. Aber es ist auch nicht dagegen anzusagen, dass die jüngere Generation damit Spaß haben könnte. Nur eben würde ich mal gerne mal ein bisschen austauschen mit jüngeren Leuten, wo die Verwirrung entstanden ist. Okay? Es ist nicht so, dass man sagen könnte, oh, du hast was nicht verstanden. Nein, nein, nein. Es ist einfach nur so, ich habe noch nicht gesehen, wo sie die Verwirrung ansetzen. Wo die Handlungen, die sie sehen. Außer halt eben, sie haben die Serie nur so nebenbei gesehen und haben nicht mehr auf die. Weil, wie gesagt, es ist auch sehr viel Dialog dabei, den man beachten muss. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr etwas, was die Leute so gerne machen. Das Verarbeiten der Unterhaltungen an sich, nicht nur die visuellen Sachen, sondern auch die Dialoge spielen auch eine große Rolle. Vor allem die Dialoge im Evangelium waren immer sehr interessant, dass sie sehr viel Füllmaterial geliefert haben in Bezug auf, okay, das kam nur im Dialog vor, wurde nie gezeigt. Hier wurde es gezeigt und kam nicht im Dialog vor. Ebenfalls wieder mal etwas für die Fans natürlich, aber
wie gesagt, dass auch wenn du es nicht erkennst, es würde nicht eine Verwirrung entstehen dadurch, weil es einfach nur für die Leute, die es nicht verstehen und nicht kennen, nichts an der Geschichte ändern würde. Es ist einfach nur ein Dialog zwischen zwei Charakteren, das meistens sogar eingeflochten ist in einen komplett anderen Dialog. Also das ist einfach nur quasi ein Satz, ein kurzes Zitat ist, das für die meisten keine Bedeutung hat und trotzdem nicht irgendwie beeinflussend darauf wirken könnte, wie die Story funktioniert. Das finde ich sehr seltsam, wo hier eben die. Ich habe immer gedacht, dass das wird. Ich es jetzt gesehen habe, kann ich nur sagen, ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo es schwer zu verstehen ist. Weil du erfährst, was passiert ist, in Dialogen, sowohl im Bild, sogar sehr ausladend an einigen Stellen erklärt. Du weißt, woher die Figuren kommen, was großteils, was sie gemacht haben, in einem breiteren Spektrum, abgesehen von den 14 Jahren, die inzwischen passiert sind. Wird eben noch sicher mehr Informationen rüberkommen im vierten Teil. Damit werden sie wahrscheinlich die erste Hälfte wahrscheinlich damit besch sich beschäftigen. Aufzuarbeiten, was diese 14 Jahre alles hinter sich gebracht haben. Das war nicht der Punkt dieser Version. Hier wurde wiederum 1 und 2 arbeiten die Originalserie ab. 3 fängt eine neue Story an und breitet ein neues, würde mal fast sagen, eine neue Bühne auf. Okay? Das ist nun mal jetzt Aufbaumaterial. Das ist nicht Lösungsmaterial. Und dann bekommst du nur die Frage, nicht die Antwort. Die Fragen, die du bekommst und die kleinen Antworten dazwischen, sind nur einfach nur, das ist das Spielfeld. Okay? So quasi, das ist das Schachbrett. Sie bringen das sogar auf in dem Shogi-Spiel. Und man sagt, wow. Und sie erklären sogar noch Re-Ayanamis Hintergrund noch einmal wirklich geradeaus. Keine Umspielung, keine symbolträchtigen Anmerkungen puncto philosophischen Ansätzen. Nein, sie sagen, das ist so passiert. Sie ist der Klon deiner Mutter. Und ich meine, warum haut ihr das so quasi? Sie ist wirklich mit sogar fast verblüfft, dass sie so viele Sachen mehr oder weniger direkt, das ist es. Und sagen, okay, sie arbeiten grundsätzlich eben jetzt gerade darauf hin, sagen, wir stellen klare Punkte und starre Fakten fest. Ohne Hinterfragungen. Die in der Originalserie eher so andeutungsweise vorhanden waren. Hier ist es eben von, das ist der Punkt der Dinge, es sind nur 14 Jahre vergangen. Wir erklären es, wenn es soweit ist. Es kommt auf dich zu, jetzt aber noch nicht. Und es ist ungefähr so, wenn du sagen würdest, dass die ersten drei Teile oder die ersten zwei Teile von Herr der Ringe nicht gut waren, weil du eben nicht den Climax kennst. Oder wenn du nicht die Bücher, wie gesagt, wenn du nicht die Bücher gelesen hast. Oder was wird passieren? Das ist das, was ich mir vorstellen könnte, was die Leute verwirrt. Ansonsten würde ich gerne mal Informationen dazu haben, was genau eben dieser Punkt wäre, dass die Leute nicht verstehen, wo die Verwirrung entsteht. Also ich habe mich weder massiv gestört gefühlt von den Szenarien noch eben von der, wie die Story verläuft. Man muss sich eben davon distanzieren, wie diese Story geht und alles, was vorher war. Aber das haben sie ja bereits von Anfang an gezeigt. Und es wurde auch bereits im Teil 2 bereits wunderbar aufgearbeitet, dass sie hier eine Story erzählen, die nicht dem entspricht, das sie vorher hatten. Und das zeigen sie in mehreren Szenen. Wunderbar. Symbolisch und auch in Wort und Schrift. Also wirklich, du musst wirklich Hände auf Augen und Ohren haben. Du musst dir quasi die Daumen in die Ohren stecken und so. Pure Ignoranz. Also hier kann man wirklich nicht mal davon ausgehen, dass man sagt, okay, du verstehst das Medium Anime nicht oder du bist erst neu dabei vielleicht. Nee, 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 nee. Hier geht es wirklich darum, dass die Leute wirklich massivst blockieren anscheinend. Das soll kein Vorwurf sein oder sonst irgendetwas, aber es ist einfach dieses. Es ist ein Brett, wenn sich der Teil 4 so ausarbeitet, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, dass ich nicht erzählen werde, weil darauf warten ja einige. Und nein, diese Sachen gebe ich euch nicht. Strengt euch ein bisschen an und denkt darüber nach. Es ist sehr viel mehr Spaß, wenn man selber drauf kommt. Okay?
Es macht sehr viel mehr Spaß. Wie gesagt, und wenn der Vier so ausarbeitet, dann haben wir ein wunderbares Fallbeispiel für, wenn du dich interessierst, wirst du belohnt. Wenn du dich nicht interessierst, darfst du dich über den Schaden nicht aufregen. Ganz einfach und simpel. Ich glaube, ich habe darüber jetzt genug geredet. Sind das in über 25 Minuten? Also in diesem Sinne, sehr viel Spaß und sehr viel Freude damit gehabt. Eben wie gesagt, durchwachsen, was das Visuelle angeht. Einfach nur, weil du siehst so viel wunderschönes handgezeichnetes Material, dann im Vergleich zu den Computergrafiken, die eingebaut wurden, wo ich sagen muss, okay, hier Detailgrad einmal hoch und niedrig, also wirklich sehr schwankend, was ich etwas schade fand, aber das ist halt eben zur Hülle, könnte ich noch sagen. Einige sagen ja, okay, ich habe den FSK 16 Aufkleber noch nicht runtergemacht, das muss ich auch mal erledigen. Metallboxen. Meine Empfehlung hierbei, da man jetzt eine DIA 3 hat. Sehr vorsichtig. Okay. Ich lege ja großen Wert darauf, dass man die Dinger auch gut lagert, um sie auch für längere Generationen, vielleicht den zukünftigen zu hinterlassen. Metallboxen haben das Problem. Metall auf Metall macht über längere Hinsicht, und das habe ich bei mehreren schon zu Hause bei mir gemerkt, teuren wie günstigeren. Das gleiche Problem. Du hast sie im Regal stehen, schauen so sehr elegant aus. Metall auf Metall reibt. Also aufpassen darauf beim Lagern. Meine Empfehlung wäre es, falls du nicht durchgehende Serienblocks hast, die in Metallboxen erscheint, leg zwischen jeder einzelnen Box eine normale Emerald ein. Wäre mein Vorschlag, um Metallverschub und Reibungen, weil wirklich, als erstes gehen meistens die Kanten kaputt. Und wenn da mal irgendwo hier anfängt, Farbe abzublättern, das ist ein unaufhaltbarer Zerfallprozess. Genauso wie, oh, leg das Ding ja nicht irgendwie auf den Tisch im Wohnzimmer. Vor allem nicht dann, wenn du Chips und so, selbst Salzkörner können das Ding zerkratzen. Okay, einmal kurz, wusch, einmal ein kurzer Schleuderer über den Wohnzimmertisch, der nicht ganz sauber ist, und du hast hier wirklich enorme Beschädigungen. Habe ich bereits bei meiner Helsing-DVD damals gesehen. Obwohl, hier ist dann eben das Problem nicht gegeben, dass zum Beispiel, oh, du legst ein Digipack auf den Tisch und oh, ein Glas Cola, Mineralwasser oder sonstige Getränke schwappen über. Ja, viel Freude damit. Ich habe ehrlich gesagt, auf Feuchtigkeit reagieren diese Dinger hier Gott sei Dank nicht unbedingt so, aber auf Zerkratzen ist es hier wirklich von der Beschichtung her. Es ist zwar schön rau gebürstetes das Metall, darf man nicht sagen. Vor allem, ich finde auch hier irgendwie, Teil 1 hatte irgendwie noch einen netten kleinen so Glanzeffekt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier ist. Hier ist es irgendwie sehr viel weniger detailreich. Hier sieht man, hier merkt man allein schon durch die Reflektionen. Wesentlich, man sieht Ebenen, sogar durch die Reflektion hier im Schwarz-Weißen. Hat es fast einen wirklich schönen optischen Effekt. Hier ist irgendwie das Cover nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob das einfach nur am Design liegt oder ob es einfach nur. Und auch hier beim Teil 2 auch noch immer. Es wirkt wesentlich platter. Es ist zwar auch hier nicht mehr so viel tiefer drin wie im ersten, in der ersten Coverauflage. Also in der, das ist Nummer 1. Entschuldigung. Nummer 1. Entschuldigung. Hier. Man sieht hier, es hat. Okay, hier sieht man es am wenigsten, glaube ich. Es hat aber ein paar nette kleine Ebenen. In Bezug auf hell und dunkel. Teil 2 war anscheinend, glaube ich, der beste, weil man wirklich sehen kann, dass, okay, der Teil hier unten ist definitiv herausgehoben und allein von der Reflexion hier sieht man es. Ja? Erkennt man sehr schön. Er hat fast den holographischen Effekt, ohne ein Hologramm zu sein. Was ich sehr interessant finde vom Druck her. Also, das ist eines von den besten, finde ich. Wie gesagt, eben, hier ist einfach nur flach. Man merkt nur ein bisschen den Unterschied zwischen dem gepunkteten Hintergrund und den Vordergrund, also ein bisschen schwächer geworden. Ich hoffe, dass das nicht unbedingt aufzulegen ist auf die Verarbeitung, sondern einfach nur vom Design her. Hoffentlich. Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, außer bin gespannt auf Teil 4 und jo, eine halbe Stunde, glaube ich, reicht als Material.
Leute beschweren sich sowieso. Und das sind jetzt genau 30 Minuten. Ich habe keine Ahnung, einmal rede ich zu viel, einmal rede ich zu wenig. Und die meisten Leute sagen, ich gebe nicht genug Infos rüber. Hey, ich quassel gerne. Cheers und noch ein schönes Wochenende. Und trotzdem, die Dinger sind echt gut. Der Kaffee ist noch warm. Okay, nicht heiß, aber warm. Wow. Und, oh Mann.